Hallo und willkommen zurück zu Avernum 2 Crystal Souls und wir werden dieses Mal wieder hier hochlatschen zu den Lost Boats und mal schauen, was wir da machen können. Da sind immer noch diese Lichttypen. Vielleicht kriege ich die ja auch umgehackt jetzt. Attack! Lightning. Cool. Okay. Wenn wir hier mal hacken. Ich glaube, besonders viel hält er nicht aus. Der geht aber mal weg. Heilung. Wenn der da jetzt nicht nochmal so einen Blitz macht, dann sollte das eigentlich gegessen sein. Batsch, ne? Passt. Batsch. Moving slowly. Shit. Einmal heilen. Kein Haste. Schade. Aber jetzt können wir hier... Au, ihn. Immun, immun, immun. Na, super. Okay. Zack. Batsch. Gesessen. Brauchen wir nicht heilen. Kein Haste. Die tun nicht viel. Aua! Ja, das war ungünstig. Geht prinzipiell. Na, kommt her. Attack! Okay. Zack, gehen wir dahin. Der macht mal einen auf Heilung. So. Machen wir einen Schild an. Battle Frenzy, noch besser. Ein bisschen Glück kriege ich ihn jetzt direkt umgepustet. Der macht nicht so viel wie der. Gut, der kann jetzt nicht zaubern, aber das kann mir ziemlich egal sein. Perfekt. Nicht so schön. Quatsch. Weg mit dir. Okay, einmal heilen. Und der Rest sollte ja dann auch ratzfatz hinüber sein. Na ja, gut, das Problem ist jetzt natürlich, der kann... Nix. Den noch kaputt. Oh, schön. Alle im Eimer. Wenn man das Grüppchen exterminiert, ist es hier sauber. Und wir können den Buff wieder neu anwerfen. Ich guck mal, ob es hier am schwarzen Brett noch was gibt. Wenn es hier einen schwarzen schwarzes Brett geben täte, gibt es nicht. Hier war keins.
Er sagte meine To-Do-Liste, habe ich mir noch aufgeschrieben. Nein, hier war keins. Na gut. Dann ziehen wir mal weiter. Jetzt muss ich erst mal ein Bötchen wiederfinden. Wo auch immer ich das geparkt hatte. Ah, ich glaube, das. Genau, da hinten. Naja, ja. Oh, sehr clever von mir, das da hinten hinzustellen. Nein, ich will doch nicht da in die Stadt. Gab's da auf der Seite was? Nö. Du, du, du. Ja. Die könnten mittlerweile auch dann ganz gut gehen da. Trut, 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 trut. Wobei die halt nicht ohne waren. Zack. Speichern, auf geht's. Mhm. Warcast und Sloat. Revenant, Cleave. Und von hinten auch. Ach, scheiße, da hatte ich den falschen ausgewählt. Aber ist auch nicht so dramatisch. Zack. Frenzy, sehr schön. Witch Aubrey. Ha. Huh. Okay. Hallo. 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 Mhm. 71% Trefferchance hatte der da gerade. 81. Na, aber das Problem ist. Dass das einfach zu viele von den Typen sind. Die sind natürlich jetzt auch wieder Feuer, Eisimmun. Und die hält verdammt viel aus. Wenn der da jetzt loslegt, dann. Genau. Hm. Kriegen leider die beiden hier nicht kaputt. Na, jetzt wird gecleaved. Jetzt wird gestorben. Na, da habe ich mir richtig schön den Dings noch eingefangen.
Probieren wir mal anders. Triggert und zurück. Jetzt haben wir zwar noch den Debuff, aber das macht erstmal nichts. So, der wird hier vorne die abblocken. Können wir hier mal rein. Das war nix. Die Felder sind leider blockiert, da kann niemand hin. Machen wir den. Haste. Leider kommt Battle Frenzy. Der Magier ist noch nicht gekommen. Ziehen wir jetzt hier erstmal Aggro. Das hat ja super funktioniert. Das auch. Autsch. Gibt's doch nicht. Gut. Sauber. Kam der Haste nicht durch? Ich hab doch hier... verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich hab doch gehastet, oder nicht? Habe ich es verplant? Ist es schon abgelaufen? Na, und jetzt hat er ihn nicht erwischt. Ah, hack, hack, hack. Hallo. Schön, was ist hier? Sehr schön. Jetzt blöd, aber gut, er kriegt. Nein! Naja, geht aber. Gut. Gut, gut. Das wäre natürlich auch ein ziemlich cooler Skill für einen Magier, dieser Mehrfachangriff. Wenn der da dann stattdessen drei Zauber raushauen kann, das wäre schon ziemlich krank. Jetzt sollte ich langsam anfangen, dass ich die... oben halte.
von den Hitpoints. Damit, wenn der Magier gleich einen Schlag zeigt, die nicht sofort wegsterben. Falls der Magier einsteigt. Mal Haste wieder machen. Beeffern sie, sehr schön. Und Haste. Den nutzt mir jetzt hier eher wenig. Sehr schön. Batsch. Holen wir uns noch ein. Hi. Auf jeden Fall deutlich schneller tot als das erste Mal, als ich hier war. Da habe ich mich bei jedem einzelnen Gegner abgemüht. Ich hatte 20% Trefferchance hatte, glaube ich. Da kommt aber niemand. Ja. Dann speichern wir mal. Dann kommt jetzt der Magier noch separat. Der Magier. Ja. Mal besser direkt den Kampf anfangen hier. Doch, da. Da kommt wer. Trappel, trappel. Ist natürlich nicht so optimal. Stellen wir uns da mal um die Ecke. Battle Frenzy, sehr schön. Slow ist nicht so schön. Corrupted Lizard. So, dann werfen wir den ja zusätzlich noch an. Alter Falter, die halten aber gut aus. Terrified und Lightning drauf. Na, ich lad mal.
Stöhn. Vielleicht können wir die noch weiter voneinander trennen. Wenn ich die halbwegs einzeln bekomme, würde das ja funktionieren. Ist jemand? Kommt aber nicht näher. Jetzt vielleicht. Hasted. Schön, ist um die Ecke gekommen. Angriffskraft und Haste Battle Frenzy auch an. Schön. So, nächste Runde kann ich den vermöbeln. Schild, obwohl wir eigentlich nicht, aber egal. Okay, er ist alleine gekommen, aber das sollte dann auch so funktionieren. Immobilisiert. Schön getroffen. Ja, das macht nichts. Solange die anderen nicht nachkommen, ist alles im Butter. Oder wenn die erst nachkommen, wenn der im Arsch ist. Heilung. Sieht gut aus. Nummer 1. Das 3 oder 4 gewesen. Kein Battle Frenzy. Diese beiden sind terrified, was nicht so schön ist. Ne, gar nicht wahr. Nur der eine. Dann kann der. Der ist fatigued. Ja, scheiße. Mhm. Wollen wir uns wieder aufgesetzt. Ach, der kommt da nicht durch. Autsch.
Der ist tot. Muss ich hier auch wieder ganz vorsichtig die versuchen rauszuziehen irgendwie. Na, nehmen wir hier das Ding mal mit. Ist das Cold Resistance Melee Damage? Das ist derselbe. Trägt aber dann niemand. Oder was hatte der Evade Attacks? Nehmen wir lieber das. Frenzy. Probieren wir mal was Tolles aus. And knocking it back. Batsch. So. Mit dem zerlege ich den jetzt. Wenn möglich. Der ist terrified, ist genau der falsche. Aber ist egal, der ist immer noch in Line of Sight von dem. Passt das? Schön getroffen, sehr schön. Der hat auch sehr schön getroffen. Sehr, sehr schön. Das ist nur ein Ogre. Wie viel hat der? Der ist auch noch fast voll. Schön. Damit kriegen wir den nicht getroffen. Damit schon. Batsch. Der muss auf jeden Fall jetzt hier in Line of Sight vom Heiler sein. Zack. Hast du? Den kann ich erstmal ignorieren. Dann versuche ich mit AOEs zu killen. So nichts. Sehr gut. Der andere wäre einfach böser gewesen. Natürlich gar nicht trifft, ist es noch besser. Dann heilen wir dort.
heißt. Batsch! Der Lightning ist so verdammt böse. Der hat den immer auch noch drauf. Kann der den eventuell. Ne, kann er nicht. Der hat diese Dings nicht. Heilt er sich mal. Ne, der muss Schaden machen hier. Haste it. Gut. Fällt da Heilung drauf. Kann der den curen? Ich probier's mal. Yo. Das kann mir ziemlich wurscht sein. Weg mit dir. Another small victory. Auch nur mit viel Trickserei. Curing. Okay. Incense. Dann haben wir Fine Rope. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Curing Elixir. Kann auch der haben. Hier haben wir auch noch wen zerlegt. Furic Gauntlets. This item glows slightly. Your skin tingles wherever the metal gets close. Ah, das ist auch ein Uranium-Dingen wahrscheinlich wieder. Critical Hit Chance. Das Ding ist aber verdammt gut. Da kann man ruhig so ein bisschen Uranium nehmen. Ja, komm hier. Das hat noch nicht mal ein Minus-Crit-Ding, Minus-Hit-Ding. Action Lethal Blow. Das sind nur Iron Bracers. Mit aber plus 8 Armor. Mal weg, nehmen wir das. Sehr gut. Auch verkaufen. So. Headshot. Ice Pudding. Aua! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So vermutlich im Kampf nicht funktionieren. Machen wir erstmal eine Heilung hier. Mandrake Root nimmt er hier, sie hier.
What the fuck? Kaputt. Ne? Er lebt noch. Der ist aber jetzt auch out of mana. Super. Ja, die cleaven natürlich hier bescheuert. Vielleicht können wir das so machen, indem wir die aufteilen. Okay, es sind vier. Dazed, dazed, dazed. Okay. Vier von denen sehe ich irgendwie kein Land. Days. Schön. Gold Necklace kann weg. Was haben wir hier noch? Old Renatai Artifacts. Aha. Magical Secrets. Ist hier aber nicht aufgelistet. Was das sein soll. Kann man diese Dinger noch? Nee, die sind nichts wert.
Okay, das Ding können wir noch sprengen vielleicht. Gold. Focusing Crystal. Natürlich etwas ärgerlich, dass ich die da zurücklassen muss. Aber die kriege ich einfach nicht. Die halten zu viel aus. Na gut. Aber dadurch, dass ich jetzt das hier gemacht habe, habe ich vermutlich ich glaube, die Untoten wollten die eigentlich. Wer wollte denn, dass ich diese Boote da finde? Oder verschollenen Boote irgendwas mache? Wo ist es denn? Lost Boats. Ruth for a Bounty. Silver. Okay, das scheint nur so eine Dings-Quest gewesen zu sein. Das heißt, da kriege ich noch nicht mal hier für die Hauptquest was Neues, nehme ich an. So, wir sind wieder in Silver. Und Roots. Ja. A thin copper ring. A static band. Energy resistance. Ah, Blessing Curses. Smurks habe ich auch schon, glaube ich, einen auf Lager liegen. Oder die haben beide einen an, ne? Naja, aber das hier ist schon verdammt gut eigentlich. Lass mal so. Dann schauen wir hier nochmal. Silver war sonst nichts. Leather Crafting. Ich glaube, ich werde beim nächsten Mal nach Drenlon rüber. Schauen wir mal, was es dort in dem Dorf gibt. Hier unten diese Brigands sind auch noch da. Ach so, vielleicht haben wir hier noch eine Quest. Nö. Und wie hieß diese Zone? Coven Cave. Muss ich mir mal aufschreiben. Coven Cave. Buch lesen. Das war ein Frozen Pudding oder so. Zu stark. Okay. Oh, Silvan, da gab es eine Tür mit Tullius 11. Da muss ich mal gerade gucken. War das die? Ja. Da können wir doch temporär den hier anlegen. Nix. Ein Kräuterchen.
Na gut. Dann kann er das wieder ausziehen. Ja, dann gehe ich mal hoch zu diesem Fort. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Bis denn!